Hallo zusammen, heute habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit zum Einkaufen in den Walmart. Hier gibt es Croissants, Kuchen, Burger Patties, Muffins. Peaches gibt es hier für 1,97 für einen Pfund. Ich weiß nicht, was zahlt ihr denn in Deutschland? Und hier haben wir Kirschen. Die sehen gut aus. Sweet Cherries. Und die kosten 3,97. Hier gibt es Spinat und Spinatmix. Und die kosten 4,52. Die Roma-Tomaten kosten 88 Cent. Und natürlich noch mehr Muffins. Die kosten alle 4,98. Die Banana, Triple Chocolate, Blueberry and Chocolate Chip, Banana Nut und natürlich Chocolate Chip Muffins. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. White Cake, ein Confetti Cake, Triple Chocolate Cake, ein Black Forest Cake, auch den gibt es hier. Chocolate Cake, ein Cream Cheese Cake, hier ist ein Red Velvet Cake oder die ganze Packung Donuts für 3,76. Hier kann man sich seine Sandwiches zusammenstellen lassen. Gibt es Käse und Wurst. Das kann man sich aussuchen, dann schneiden die das ab und packen die aufs Sandwich und ja, kannst es mitnehmen. So, wir nehmen noch ein paar Croissants mit. Haben schon ein paar Schulsachen mit reingepackt. Und weiter geht's. Ein Traum von Senf und Mayo. Oder doch vielleicht lieber ein paar Süßigkeiten. Guckt euch das mal an. Alles Schoki. Schoki mit Minze, ohne Minze, Dark Chocolate, Milk Chocolate. Wahnsinn, oder? Also wenn ihr hier nichts findet, dann weiß ich es auch nicht. Oh, und guck mal, was ich gefunden habe. Knoppers, Toffifee, Kinder Bueno, Kinder Joy, weil Überraschungsei ist ja hier nicht. Merci, Toblerone und diese Pocky Sticks. Ich habe keine Ahnung, in Deutschland gab es die auch, aber ich habe vergessen, wie die heißen. Könnt ihr mir ja unten mal schreiben. Hier die Whoppers, Dots, Reese's, M&M's, Sour Patch Kids. Hier habe ich ein paar Lindt gefunden, die kosten 6,48. Ich weiß nicht, ist das teuer oder ist das günstig? Was zahlt ihr denn dafür? Hier unten gibt es noch mehr. Kokosnuss, Stracciatella, alle kosten 6,48. Wert das Original, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Kosten irgendwie knapp 10 Dollar. Ich muss überlegen, ob ich die mitnehme. Hier gibt es ganz viele Hot Sauce Soßen. Ich bin gerade überlegen, was wir mitnehmen. Hier haben sie Feta und Brie Cheese, Goat Cheese, das ganze Fach voll. Die sind nicht gerade günstig, aber ab und zu muss das auch mal sein. Und diese ganzen Reihen von Tiefkühlzeug, das ist echt Wahnsinn. Ein paar Cheetos für 3,98. Flaming Hot, kommt immer gut. Hier haben wir ein paar tiefgefrorene Burger. Und passend dazu setzen wir uns einen Bud Light Hut auf. Cowboy Hut. Oder? Würde ich sagen. Hier gibt es ganz viel Hackfleisch. Wir kaufen unser Fleisch allerdings immer direkt beim Schlachter oder auf dem Farmers Market. Und New York Strip kriegt er hier für 11,97. Hier ist die Schweinefleisch-Sektion. Alles voll mit Schweinefleisch. Schaut mal, hier ist die ganze Truhe voll mit Brisket. Das Pfund kostet 2,96. Das Stück hier zum Beispiel sind 13,21 Pfund für 39,10 Dollar. Und hier reihenweise Cereal. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, lasst uns doch mal wissen, ob wir das Wendy Frosty Cereal probieren sollen. Andere Frage. Ihr habt in Deutschland doch auch hier die Frosted Flakes mit Tony dem Chiga. Habt ihr auch Strawberry Milkshake Flavor? Pop-Tarts. Habt ihr die eigentlich auch mittlerweile in Deutschland? Diese super süßen Dinger,
ihr euch in den Toaster steckt, so fürs Frühstück oder als Snack zwischendrin. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, weil es einfach nur super süß ist. Aber gibt es die bei euch mittlerweile auch schon? Oder hier das ganze Milchregal. Das ist immer eine Gallone und das sind 3,78 Liter. Cheddar Puffs. Hier gibt es ganz viel Honig und Marmelade. Nächste Frage. Dieser Instapot ist hier total beliebt in Amerika. Gibt es den in Deutschland mittlerweile auch? So einen Drucktopf, wo du alles einstellen kannst, was er kochen soll? KitchenAids dürfen natürlich in keinem guten Walmart fehlen. Karamell rausnehmen. Wir nehmen noch ein bisschen Mint-Chocolate, Eiscreme mit. Ich glaube, dann haben wir alles zusammen. Hier gibt es so viel mehr zu sehen. Wenn ich euch alles zeigen würde, wäre ich wahrscheinlich über anderthalb Stunden hier drin. Und ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen viel für ein Video. So, wir haben alles, was wir brauchen. Vielen Dank, dass ihr mit uns einkaufen gegangen seid. Und über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!